Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der CHC-Show. Mein Name ist Stefan Poschig von CHC Corporate Health Consulting und heute ist das neueste Experteninterview mit einem super, super spannenden Gast, mit dem ich schon mal letztes Jahr ein Gespräch führen durfte. Und ich freue mich riesig, dass ich die nächsten paar Minuten wieder mit dir jetzt verbringen darf, weil du einfach unglaublich tolle Einblicke und einfach auch die Hand quasi am Puls unseres Landes in manchen Sachen einfach hast, meiner Meinung nach. Und deswegen darf ich dich jetzt ganz herzlich mal begrüßen. Herzlich willkommen, Bernhard Ehrlich. Hallo, Stefan. Hallo, grüß Gott. Stell dich noch mal kurz selber vor, Bernhard, dass die Leute wissen, aus welcher Ecke kommst du. Ja, also ich bin an sich der Initiator von 10.000 Chancen, habe die Initiative 2015 gegründet. Damals mit dem Ziel, rasch und unbürokratisch Menschen in den ersten Arbeitsmarkt, vor allem arbeitswillige Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Mittlerweile haben wir die Initiative ausgerollt auf alle Zielgruppen. Das ist super und ich weiß, wie riesig deine 10.000 Chancen Event war. Also da gibt es ja wirklich ganz, ganz viel, was du damals auch schon bewegen hast können. Mhm. Steigen wir gleich ins Thema ein. Wie siehst du derzeit den Arbeitsmarkt? Wie siehst du derzeit die aktuelle Lage? Es ist schwierig, den Arbeitsmarkt tatsächlich einschätzen zu können. Eines, glaube ich, kann man aber sicher sagen, konstant hoch. Und in etwa um die Quoten, wo wir uns im März bewegen, das ist so um die 9,4%. Ich glaube nicht, dass wir unter 9% kommen werden. Mhm. Siehst du hier eine deutliche Veränderung oder Verbesserung zum Beispiel in der zweiten Jahreshälfte oder nächstes Jahr auf uns zukommen? Also für nächstes Jahr kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir da deutlich, würde ich es mir nicht trauen zu sagen, aber auf jeden Fall eine Verbesserung. Was das zweite Halbjahr betrifft, bin ich besonders vorsichtig, weil wir auf der einen Seite nicht wissen, wie Firmen, wie Banken, wie der Staat, wie KSV und Konsorten reagieren werden, wenn der Schutzschirm praktisch des Staates beendet ist. Wir haben einige Branchen, die besonders gefährdet sind. Ich sage jetzt einmal die Veranstalterbranche, die Gastronomie, die Hotellerie. Das sind alles Branchen, die stark im unteren Bereich sich bewegen. Und wir wissen da einfach nicht, wenn also hier Forderungen, vor allem von Banken, vom Staat, Finanzamt etc. eintreffen, wie die Reaktion ist. Und das hat natürlich eine enorme Auswirkung dann dementsprechend auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Deswegen eher konstant hoch. Ja, okay. Das heißt, es sind einfach so viele unbekannte Faktoren, wo man auch gar nicht wissen, was kommt da wirklich oder ja, wie wird sich's entwickeln. Also ich habe zum Beispiel jetzt ganz, ganz stark eben auch gesehen, wie Vorarlberg aufsperren durfte, die Gastro, hat nur ein Bruchteil der Restaurants ja, und wirklich auch aufgesperrt. Ja. Ja? Weil wir wissen ja auch nicht einmal, wie viele Unternehmen überhaupt noch fähig sind, wieder aufzusperren. Ja, vor allem fähig und wollen. Ja. Wollen. Ich glaube, das ist also der nächste große Bereich. Denn man darf ja nicht vergessen, dass also hier so gut die Alimentierung auch letztendlich des Staates ist, ist natürlich auch eine Gewöhnungsphase eingetreten. Und wir haben das also kurz die erste Reaktion auch in Vorarlberg bemerkt, dass viele gesagt haben, es zahlt sich einfach schlichtweg nicht aus. Ja, es zahlt sich einfach schlichtweg nicht aus, aufzusperren. Das Zweite ist, wir wissen nicht, wie im Mai, wenn jetzt die Regierung also hier wirklich es ernsthaft umsetzt und wirklich öffnet, österreichweit, unter welchen Voraussetzungen? Ja, ist es eher im Outdoor-Bereich? Dann ist es natürlich auch immer eine große Frage der Auslastung. Es ist auch eine Frage der Öffnungszeiten. In der Regel macht die Gastronomie am Abend das Geschäft und nicht im Mittags- oder im Nachmittagsbereich, weil da halt einfach die Leute arbeiten gehen und weniger im Fun-Bereich unterwegs sind. Mhm. Und das Zweite ist natürlich, wir wissen auch nicht, wie das Wetter ist. Ja. Das ist ja auch mitentscheidend, gerade in der Gastronomie. Das nächste ist, was die Hotellerie betrifft, so gut es auch ist, wenn also alle sich schützen lassen wollen und mit 17 Tests einchecken. Wir wissen aber nicht, wie letztendlich der Kunde das sieht und wir wissen auch noch nicht, wie das administrativ auch alles zu handeln ist. Das sind meiner Meinung nach alles große Unbekannte und die werden letztendlich auch entscheidend sein, wie stark diese beiden Branchen auch wieder hochkommen. Mhm. Das heißt, wir haben auf jeden Fall viele Unbekannte, die wir noch gar nicht wirklich einschätzen können, weil wir es auch noch nicht hatten. Wo siehst du denn jetzt noch, wie soll ich sagen, Probleme beim Wiederhochfahren der Wirtschaft allgemein? Also jetzt gar nicht nur in diesen zwei wirklich so stark Betroffenen, sondern wirklich im Wiederhochfahren der Wirtschaft. Wo siehst du da Themen oder Probleme auf uns oder auf die Wirtschaft eben zukommen?
Ich glaube, also eines der ganz, ganz, ganz großen Probleme, die Corona jetzt noch einmal verschärft hat, ist also überhaupt die Digitalisierung. Also wir sehen, dass wahnsinnig viele Firmen umgestellt haben, einfach müssen haben, umgestellt haben, also auf die Digitalisierung. Und de facto, sage ich mal, deckt sich das aber nicht unmittelbar jetzt mit den Leuten, die einen Job suchen. Das heißt, wir sehen, dass das also extrem stark auseinanderklafft. Das ist auch einer der Bereiche, warum meiner Meinung nach die Sockelarbeitslosigkeit enorm steigen wird. Zeigt sich auch jetzt schon in den ersten Quoten. Aber ich glaube einfach, dass das noch viel, viel mehr wird. Das heißt, viele, die wirklich auch arbeiten wollen, die auch wirklich auf der Arbeitssuche sind, werden einfach keine Möglichkeit haben, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, weil de facto einfach die Anforderungen der Unternehmen so hoch sind, dass sich das einfach, wie gesagt, eben nicht mit dem Niveau des Arbeitssuchenden auch deckt. Ich glaube, das wird ein Riesenproblem. Ist das jetzt nur Corona-bedingt oder haben wir nicht vorher schon quasi hier eine Diskrepanz gehabt zwischen dem, was eigentlich die Wirtschaft braucht an Skills und dem, was die Leute an Skills mitbringen oder vielleicht gelernt bekommen oder geschult bekommen? Also ich glaube, vor Corona war das ein Thema, über das sehr viel gesprochen ist, aber tatsächlich noch nicht so intensiv in manchen Bereichen, manchen Branchen sehr wohl, aber nicht so intensiv allgemein gelebt. Corona hat das erste Mal tatsächlich aufgezeigt, die Schwäche und tatsächlich, wo Österreich steht. Und hat auch gezeigt, gleichzeitig vielen Unternehmern, mit wie viel oder mit wie viel wenig Leuten man de facto auch hier erfolgreich agieren kann. Und ich glaube nicht, dass also hier alle wieder in den ersten Arbeitsmarkt zurückfinden. Plus natürlich einfach ihr auch dementsprechend starke oder große Auslese auch an Menschen, die de facto, wie gesagt, eben, wie ich schon zuerst gesagt habe, auch nicht die Voraussetzungen mitbringen. Und das wird man nicht so schnell schulen können, auch wenn jetzt das AMS hier sehr aktiv, sehr proaktiv agiert und sehr viel Geld bekommen hat und sehr viele Schulungen auch machen wird, wird es wahnsinnig schwer sein, also in sehr kurzer Zeit die Leute wirklich auch fit zu machen, um de facto, sage ich mal, hier wirklich auch wieder einzusteigen. Ist das ein Thema, was du auch auf zum Beispiel HR-Verantwortliche zukommen siehst, eben weil die dann Leute suchen müssen mit Skills, die es womöglich noch gar nicht gibt? Absolut. Also ich glaube, dass das ein ganz großer Trend wird, dass es Unternehmen beginnen werden, Lehrer anzustellen, Trainer anzustellen. Ich meine jetzt wirklich wortwörtlich anzustellen, Räumlichkeiten einzurichten und tatsächlich ihre Leute selbst fit zu machen, sich nicht also auf das zu verlassen, hier, was de facto, sage ich mal, am Niveau sich vorstellen kommt, sondern tatsächlich das Niveau zu schaffen, das sie gerne wünschen. Also wenn sie das Potenzial bei einem zukünftigen Mitarbeiter erkennen, dann tatsächlich den auch zu schulen, zu trainieren. Das heißt, es muss einfach de facto eingepreist werden, dass man eine gewisse Zeit, bevor auch wer aktiv wird, in den Klassenraum setzt und ihn de facto fit macht. Das heißt, der Trainer, der heute gebucht wird, der ist einfach in Zukunft einfach ein fixer Mitarbeiter in dem Unternehmen, so wie es der Betriebsrat ist oder der Portier oder sonstige, so wird es einfach einen Trainer, einen Lehrer geben. Und es werden einfach hier diese Fertigkeiten, diese Defizite ganz einfach geschult werden. Das ist nicht nur ein Bereich, sage ich jetzt einmal, im klassischen Bereich, sondern es wird auch bei den Lehrlingen, so, also bei den zukünftigen Lehrlingen auch so sein. Weil nur auf das sich auszureden und zu sagen, okay, die Leute haben einfach nicht die Voraussetzungen, sie kommen unfertig, deswegen kann ich ihn nicht nehmen, das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil wir sehen es jetzt schon, wir haben so einen großen Fachkräftemangel, dass de facto hier es also unmöglich wird, auf Leute, die tatsächlich einen Lehrberuf ergreifen wollen, zu verzichten, wenn alle anderen Voraussetzungen logischerweise auch stimmen. Das ist genau der Grund, warum ich dich so gerne im Interview habe, Bernhard, weil du nicht nur über die Faktenlage sehr, sehr offen einfach auch sprichst, sondern weil du auch wirklich tolle neue Ansätze oder auch Ausblicke für die Zukunft hast. Und das ist auch genau der Grund, warum ich mich sehr freue, dass du beim CHC Summit heuer Anfang Mai mit dabei bist. Freue mich auch sehr. Genau da gibt es genau diese Lösungsansätze und wie man eben genau diese Herausforderungen, über die wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, auch adressieren kann. Und das wäre ja grundsätzlich jetzt schon mal eine tolle Möglichkeit, weil für viele Trainer oder Referenten oder Leute, die Schulungen und sowas angeboten haben, die sind auch teilweise fast seit einem Jahr in der Versenkung verschwunden, weil ihnen alle Live-Seminare abgesagt worden sind. Da ist aber auch meiner Meinung nach die Digitalisierung eine Riesenchance, was du vorher auch schon angesprochen hast. Ja, weil
gerade Ausbildungen und Trainings kann man doch sehr viele auch online machen. Und ich folge dir, bewundere dich da auch, wie proaktiv du letztendlich also hier auch gezielt hast und de facto einfach in die Richtung digital gegangen bist, weil sehr viele Trainer, sehr viele Veranstalter, die einfach hier nicht flexibel sind, die werden langfristig da oder mittelfristig auch ein größeres Problem bekommen. Ich glaube, ganz einfach, da ist auch die große Chance. Wenn man sich das digital anschaut, ist es viel, viel weniger Aufwand auch letztendlich. Und das ist meiner Meinung nach im Moment ein Riesenpotenzial. Nicht nur national, sondern kannst du halt de facto in Deutschland das genauso im deutschsprachigen Raum, kannst du es überall machen. Und wenn man sich das vorstellt, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, Seminare waren klassisch noch immer im physischen Bereich. Du hast einen Seminarraum gebraucht, wurscht in welcher Größe, so ein unglaublicher Aufwand, viel Geld in die Hand genommen und letztendlich auch viele Unsicherheiten. Heute planst du ein Online-Seminar und ja, ich glaube, das sagt alles und es ist damit auch für alle Beteiligten viel einfacher, weil keine Anreise da stattfinden muss. Das heißt, ich kann viel flexibler in den Kurs reingehen, ohne da jetzt 3, 4, 5 Tage mit Anfahrt und so weiter. Mhm. Hier, das darf man nicht vergessen. Das ist für Firmen nicht immer ganz einfach, sich 3, 4 Tage auszuhalten. Sonst sitze ich einfach von diesem Büro oder wo auch immer und mache das relativ schnell. Absolut, absolut. Also da gibt es auf jeden Fall riesen Vorteile. Deswegen, ich freue mich wirklich riesig auf unser Gespräch dann am Summit, wenn wir dann wirklich die ganzen Informationen euch weitergeben können und dann wirklich auch viel mehr Zeit haben, über das Thema zu sprechen. Und ja, an euch Zuhörer, ihr findet unten in den Kommentaren, oben im Beitrag, ihr findet den Link, um euch kostenlos zum Summit anzumelden. Und der Grund, warum wir das kostenlos machen können, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, weil es so tolle Leute wie den Bernhard gibt, der bereit ist, ganz einfach sich hier wirklich mit seinem Expertenwissen einzubringen und weil wir hier keine Ticketgebühren verlangen wollen, sondern für einen karitativen Zweck sammeln. Das heißt, du kannst bei uns kostenlos teilnehmen mit einer freiwilligen Spende für einen karitativen Zweck, kannst gleichzeitig was Gutes tun und so tolle Experten wie den Bernhard eben anhören. Und vielen, vielen Dank an dich, Bernhard, dass du da dabei bist. Sehr gerne, ich danke dir und ich sage noch einmal, Stefan, ich finde das ganz großartig auch, vor allem also nicht nur, weil du das menschlich und fachlich toll machst, sondern vor allem, also weil einfach immer da die Möglichkeit auch besteht, dass man sich karitativ auch einbringen kann und dass einfach das Projekt auch einer Sache, einer guten Sache auch letztendlich gewidmet ist. Vielen, vielen Dank. Finde ich ganz toll. Super. Danke dir. Ja, also ich freue mich, wenn ich dich sehe. Ich freue mich, wenn ich euch sehe. Ihr findet den Link, meldet euch an. Wir beide freuen uns, wenn wir euch sehen und alles Gute und einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Oh.